Hallihallo und willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy X. Letztes Mal haben wir das Dorf von Bisset kennengelernt und heute schauen wir uns mal den Tempel an, den es hier gibt, um etwas mehr über die Welt und wie die Welt hier funktioniert zu lernen. Aber zuerst schauen wir uns mal den Tempel an sich an, mit ziemlich vielen Statuen und so. Und Leuten, die die Statuen anbeten. Ist ja nicht viel anders als in unserer Welt ungefähr. It was then, standing in that place. I began to realize how different this world was from my own. Okay, die Leute hier haben nicht wirklich etwas zu sagen. Wir müssen uns allerdings die Statue hier anschauen, um mit der Story weiterzumachen. Und dabei lernen wir etwas darüber, wie das hier alles so funktioniert. Hoffentlich zumindest. 10 years have passed since Lord Braska became High Summoner. And finally, we receive a statue for our temple. Oh, what's a High Summoner? I got too close to Sin's toxin. Ach so, deswegen. Übrigens sollte man sich den Lord Braska unbedingt merken. It was funny hearing myself make the same excuse over and over. Funny and a little sad. The summoners are practitioners of a sacred art, sworn to protect the people of Yevon. Only a chosen few become summoners, who call forth entities of great power, the Aeons. The Aeons hear our prayers and come down to us. They are the blessing of Yevon. So what he meant was that we should respect some kind of great men or something like that, I figured. Naja, sehr gut. Was es mit dem Lord Braska genau auf sich hat, das sehen wir ja eh auch bald. Also ich glaube, es kommt irgendwann bald mal vor. Um mit der Story weiterzumachen, müssen wir zu Wacker gehen und hoffentlich hat er schon was zu essen für uns, weil langsam wird es Zeit, glaube ich. Wir warten jetzt, glaube ich, schon 4 Folgen darauf. 3 oder 4 Folgen. Und Wackers Hütte ist natürlich die auf der rechten Seite in der Mitte. Sorry, man. No time for lunch yet. Was? Take a nap. You look pushed. Oh mein Gott, gibt's noch immer nichts zu essen. Okay, wir könnten natürlich sagen, wir sind fit und uns das Dorf noch weiter ansehen. Wir sind aber müde, wir haben das Dorf schon gesehen. Deswegen hauen wir uns mal eine Runde aufs Ohr und vielleicht gibt's nachher was zu essen. Ich habe nämlich die bestimmte Ahnung, dass das. You could at least go see how they are doing. We can't interfere. It's a rule. But it's been nearly. Ich habe nämlich die bestimmte Ahnung, dass mit dem Essen es diese Folge auch nichts mehr werden wird. Aber dazu gleich mehr. Jetzt kommt noch ein kurzer Flashback. It's been nearly. It's been nearly a day already. Perhaps you could go look for us. People are searching for him now. Thank you. Who cares whether he comes back or not? But he might die. Fine, let him. Do you hate him so? But if he dies, you'll never be able to tell him how much you hate him. Falls es nicht klar war, das war Klein Tidus mit seiner Mutter, kurz nachdem sein Vater verschwunden ist, vor circa 10 Jahren. Na, genug geschlafen? Walker?
Ja, Walker ist jetzt weg und ich weiß nicht genau, wie man es herausfinden soll, aber man muss wieder in den Tempel gehen, um weiterzumachen. Leider gibt es dieses Mal keinen roten Pfeil, der einem anzeigt, wo man hingehen muss. Aber macht nichts, wir finden auch so hin. Und viele andere Möglichkeiten haben wir nicht. Also wir könnten zwar das Dorf verlassen, aber alle Wege, die das Dorf verlassen, führen quasi im Kreis momentan. Das heißt, man kann sowieso nichts anderes machen, als zum Tempel gehen. Hey, und da steht auch schon Walker. The summoner hasn't returned from the trial. Eh? Well, apprentice summoner, really. Huh? There's a room in there called the Cloister of Trials. Beyond is where the apprentice summoner prays. If the prayer is heard, the apprentice becomes a fully fledged summoner. Remember? So someone is in there somewhere and they haven't come back out. Right, I got it. A day's already gone by. Is it particularly dangerous in there? Sometimes, yes. Why don't you go in and help? There's already guardians in there. Besides, it's forbidden. Hey, but what if something happens? What if the summoner dies? The precepts must be obeyed. Like I care. Tidus nimmt die Sache selbst in die Hand. Und er will unbedingt das Medium retten. This wasn't such a good idea after all. Ja, das glaube ich auch fast. So, wir sind jetzt in den Hallen der Prüfung. Das ist quasi so eine Rätseleinlage. Ich weiß natürlich schon, wie das alles geht hier und werde es währenddessen erklären. Und zwar, jeder Tempel hat, bevor wir quasi dorthin kommen, wo es mit der Story weitergeht, so eine Halle der Prüfung. Und die funktionieren mit so Gegenständen, die man wo einsetzen muss, wo dann Türen aufgehen und so weiter oder auf Symbole drücken muss. Und wenn man eben die Rätsel alle löst, dann ist man fertig mit dem ganzen Zeug und kann mit der Story weitermachen. Allerdings gibt es in jedem Tempel auch quasi so ein Geheimversteck, wo es meistens Items gibt und die sollte man auf jeden Fall alle holen. Man könnte sich auch später holen, allerdings ist das manchmal sehr aufwendig, beziehungsweise genauso wie die Kiste, die wir am Strand gefunden haben. Kann sein, dass manche Tempel später versperrt sind und das ist nicht ganz so einfach dann. Deswegen am besten man macht die Tempel gleich am Anfang zur Gänze, also alles. Und dann braucht man sich später keine Gedanken mehr machen. So, und die meisten Tempel oder alle Tempel haben hier so Spheroiden und man kann immer nur einen Spheroiden gleichzeitig tragen. Die Spheroiden braucht man, um hier zum Beispiel Türen aufzumachen oder um generell Mechanismen in Gang zu setzen. Und es gibt immer auch verschiedene Spheroiden, also es gibt auch jedes Mal einen Spheroiden, der benannt ist nach der Ortschaft, in dem der Tempel steht. Dann gibt es noch Insignia-Spheroiden, Fraktura-Spheroiden und vielleicht noch etwas, keine Ahnung. Auf jeden Fall den Insignia-Spheroiden, den wir genommen haben, um die Tür aufzumachen, setzen wir hier in die Wand ein, nachdem wir ihn wieder herausgenommen haben aus der Tür. Da gibt es nämlich einen Fraktur-Spheroiden, den lassen wir aber kurz mal stehen, denn hier geht's weiter. Da gibt es einen Altar auf der linken Seite, den sehen wir noch nicht ganz, und rechts gibt es einen Symbole, die wir berühren wollen. Da öffnet sich dann nämlich eine neue Kammer, wenn alles glatt geht. Ja, sehr gut. So, hier drinnen gibt es den nächsten Spheroiden. Das ist der Spheroid von Bissed in dem Fall. Und die nach den Ortschaften benannten Spheroiden sind auch meistens die Haupträtsel die Haupträtsel lösen, wo es dann mit der Story weitergeht. Und die Fraktura-Spheroiden sind meistens die, oder in der Regel die quasi die Geheimnisse aufdecken oder so. So, wenn man, also die Altare kann man auch durch die Rätselhallen hier schieben immer. Das wird später dann noch etwas komplizierter. In dem Fall müssen wir ihn quasi nur mehr dort weiterschieben auf die runde Fläche. Und wenn wir auf den weißen Punkt treten, dann würde der Altar auf seinen Ausgangspunkt zurückgehen. Wir wollen aber zuerst mal noch das Geheimnis holen. Oder das versteckte Item. Dazu nehmen wir den Fraktura-Spheroid. Setzen ihn dort ein, wo wir den Bissed-Spheroid rausgenommen haben. Und dadurch geht eine neue Tür auf. Das ist quasi
sehr oft so, dass die Sockel, die die Spheroiden halten, unterschiedlich reagieren, je nachdem welche Spheroiden man reinsetzt. Und man muss da immer die richtige Kombination finden und so. Ist nicht allzu schwer, aber wenn man es das erste Mal spielt, ist es vielleicht etwas verwirrend. So, und hier hinten ist eine neue Kiste freigeschalten worden. Da bekommen wir einen Weisenstab. Den können wir momentan noch nicht ausrüsten, weil das Partymitglied, das den Weisenstab quasi verwenden kann, das ist noch nicht mit bei uns in der Party. Aber bald. So, wir schieben den Altar hier in die Mitte. Und dann sollte es eigentlich weitergehen. Hey! Hey, Marker! It's okay. Only summoners, apprentice summoners, and their guardians can enter here. It's a tradition, very important. So what about you? Me? I'm a guardian. A guardian? Sorry, dass Titus hier übrigens verschwunden ist in der kurzen Szene. Wir werden gleich sehen, wenn sich der Aufzug bewegt, ist er wieder da. Ich weiß leider nicht genau, warum das passiert ist. Protect them. The Guardian's in there now. One of them's got a short fuse, and who knows what the other's thinking. Also es gibt noch andere Leibwächter. Now that we come this far, might as well go all the way. Und die Leibwächter beschützen quasi die hohen Medien. Auf jeden Fall, das hohe Medium hat jedes Mal immer einen oder mehrere Leibwächter mit. What are you doing here? Didn't think we'd be able to handle it. No, it's just... See, I told you she gets mad easy. Und was ist das für einer? Is the summoner all right? Who are you? Dahinter, hinter der Tür ist nämlich die Kammer, wo sich das eigentliche Medium immer versteckt im Tempel und wo es quasi die Gebete ablegt oder was auch immer die da machen. Da zieht man quasi nur einmal, glaube ich, rein. Ganz zum Schluss mal. Aber sonst bleibt die Tür immer verschlossen und nur eine Person kann da reingehen. Eben das Medium. In dem Fall diese junge Dame hier. Ja, die scheint ganz schön geschafft zu sein. Die Prüfung hinter dieser Tür ist nämlich auch ziemlich schwer, oder scheint ziemlich schwer zu sein. Und zehrt an der Substanz. Juhu, dann haben wir es also geschafft. Jedes Mal, wenn man einen Tempel besucht und quasi das Rätsel im Tempel löst, dann geht es auch mit der Story weiter und diese junge Dame, die uns dann begleiten wird, hat quasi die Prüfung im Tempel dann auch geschafft. Also wir lösen quasi das Rätsel stellvertretend für sie. Man, was and here I was thinking summoners were all old geezers. Offenbar nicht, ne? Ja, mit dem Vorfall meint er natürlich, dass wir einfach in den Tempel gestürmt sind. Hier gibt es im Tempel auch noch so Nebenräume. Ich kann vielleicht einen kurz herzeigen. Ja, genau. In den Nebenräumen findet man noch nichts. In anderen Nebenräumen, in anderen Tempeln, gibt es manchmal irgendwelche Items versteckt oder so. Das heißt, die wollen wir auch besuchen. Ich weiß natürlich, dass es hier nichts gibt, deswegen brauchen wir nicht hingehen. Was das Ganze jetzt gebracht hat und ob wir die anderen Leibwächter und das Medium auch kennenlernen werden, das sehen wir nächstes Mal, wenn es wieder heißt. Let's Play Final Fantasy X und bis dahin wünsche ich euch natürlich wie immer viel Spaß!